No, 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 no heroes. No, 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 no heroes. No heroes, baby. Yo, Leute, willkommen zurück. Runde 7. Special Guest ist da. Stell dich schnell vor. Hi, ich bin Zeddert. Mich kennt vielleicht welche von Limitless als OP7 Lucci Top Player, aber meine Zeit ist gerade nicht mehr da. Aber ich bin hier am Kommentieren mit Abra. Jo, was geht? So, wir haben in Runde 7 Black Yellow gegen Boar. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, die Boar. Heftig. 6-0 ist wirklich heftig. Das ist heftig. Und ich glaube, für Black Yellow ist das nicht so ein geiles Matchup eigentlich. Absolut nicht. Bin ich sehr gespannt, wie er hier performt. Also von beiden okay, hier. Das ist ein Start. Black Yellow Luffy startet mit. Habe ich noch nie gesehen, ne? Baby Luffy. Dass er einfach kalt ausgespielt wird? Gegen Boar. Ich meine, Two-Cost. Das hat ein Boar für Removal vor 7. Vierer-Croc, aber sonst nicht. Das ist halt nur Bounce auf der Hand, mehr nicht. Deswegen ist das auch okay. Ja, die Hand, ja. Und vor allem, es ist auch Luffy. Ja, richtig. Das darfst du auch nicht vergessen. Der kann den. Also Boar Hancock kann ja sowieso nur Bottom und einen One-Cost. Yes. Aber das war's auch schon. Das stimmt, deswegen ist es fein. Ist halt nur bitter, wenn Trigger kommt und der Bot deckt den. Aber besser den als ein Five-Cost, also passt. Ja. So, das. Damit suchen wir schon Luffy. Ja, guter Start. Läuft für den BY-Spieler. Mhm. Was hat Boar gesearched mit Sengoku? Darauf habe ich gerade nicht geachtet. Ich glaube, ich leider auch nicht, aber wenn wir die Hand ansehen, müsste das ein Mihawk sein, ja? Irgendwas in der Richtung. Boah, was ist das für eine Hand? Drei Gions in der Hand. Das drei Gion und drei Mihawks. Das ist eine schlechte Hand. Und nur ein Redbird, der kann nicht. Der Mihawk muss her, die Hand muss gecycelt werden. Boah, was ist das für eine Hand? Ich habe gerade Gänsehaut, ne? Ja. Der hat wirklich drei Gion und drei Mihawks auf der Hand. Einen Red Rock und einen 10er Kaido. Wenigstens aber der 10er Kaido, der ist wichtig. Aber der Mihawk, der muss jetzt Arbeit machen, denn die Fähigkeit von Mihawk ist, ein Don attached im Swing richtig. Boar zieht 2 und Trash 2. Früher haben wir so gespielt, dass man das aussuchen kann, ja, weil wir das nicht wussten. Ja, aber ja, der BY Luffy, der hat schon gecheckt, ey, das ist ein verzweifelter Play mit dem Mihawk. Richtig. Und er spielt einfach Sabo aus und zerstört den Mihawk. So, mal gucken, ob er jetzt was Besseres findet. Ja, muss er eigentlich, das ist ja eigentlich unmöglich, ne? Das sieht auch. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, muss er. Muss, das ist wieder, da war nichts gut. Kein Jinbei, kein Weevil. Ja. Nur 2Ks. Und ein, ich glaube, da war ein Vierer Moria. Den hätte ich, glaube ich, sogar eher genommen. Wie ist dein Timer, damit ich weiß, wie viel ich vor dir oder hinter dir bin? 27:08. Ich habe Bildschirm übertragen an über Discord. Du kannst reinkommen. Ach so. Ah, das habe ich dir vergessen zu sagen. Du kannst hier reinkommen. Bildschirmübertragung. Ja. Dann siehst du genau dasselbe Bild wie ich. Ja, ja, okay, das war dann wirklich der beste Play, ja. Hat Crocodile gesearched mit Sengoku. Crocodile gespielt, für einen Don Sengoku auf die Hand gebounced, nochmal gespielt. Jetzt hat er einen Jinbei gesucht. Mhm. Okay, das war ja mit das Beste, was er hätte hier machen können, ja, aus der Situation. Aber ich finde es schon aktuell ein bisschen kritisch für Boar. Ja, auf jeden Fall. Der Start war nicht gut, aber. Red Rock und 10er Kaido könnten hier vielleicht ein bisschen Arbeit leisten. Erstmal haben wir hier einen 7K-Swing von Starter Deck 13 Sabo into Lead. Ja, wird er sogar countern, denke ich mal. Ist das der Banish Moria? Das ist der Banish Moria, oder? Ne, das ist der Double Strike Moria. Ich glaube, der hat Banish. Oder Banish, eins von beiden, heftig. Ja. Da haben wir noch einen 7K-Swing. Den nimmt er, ja. Kein Trigger und noch ein Sabo. Boah, noch ein Sabo. Brutal. Das ist. Boah, super Start, ne? Auch interessant. Oh, was. Aber wenn jetzt ein Gravity Blade kommt, ist. Ja, dann ist alles fein, absolut. Alles wirklich fein. Ich glaube, das. Ne, hat er nicht getoppt. Ne, der hat noch eine Red Rock und den 3-Cost gab. Sehe ich auch das erste Mal in dem Deck. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, was der kann. Ich glaube, der Draw 2, Trash 2. Wenn ich nicht. Ja, ich meine. On-Play, ja. Oder, Freunde? Oder ist der sogar Activate Main? Eins von beiden. Auf jeden Fall Jolt Evert, das weiß ich. Aber, warte, lass uns mal Black Yellows Hand angucken. Wie sieht denn die aus? Rocket Luffy, Sabo. Luffy, Ice Age. Sieht auch nicht so ideal aus, ne? Oder hat der Moria Ja, aber mit einem versteckt? Sabo kann er sich eigentlich. Also, ich denke mal, mit dem einen Sabo wird er sich so zurecht. Also, klar. Aber ich wusste es. Ich dachte mir auch schon, es wird ein 8er Swing auf den Sabo und ein Red Rock auf den anderen. Musst du machen. Ja.
mehr geht da nicht. Und danach wissen wir ja, danach. Das ist jetzt bei. Nee, kommt gar nicht, ne? Doch, danach Nein, kommt dann. der. Danach kommt wenigstens der 10er Kaido, ne? Je nachdem, was er jetzt spielt. Ja. Der Dropped Kaido, das ist der Bounce Das ist Kaido. Ich der glaube, es ist der Bounce Bounce. Kaido, ja, das ist der Bounce Kaido. Bounce Kaido. Der ist nicht Ah. schlecht, weil ich glaube, der Luffy kann sich in diesem Turn nicht. Ne, kann er nicht, weil er keine Flampe hat. Wobei. Ja, nee, passt. Also, wenn er Sabo spielt und daraus eine Hiyori zieht, kann er schon mal den Luffy reinholen. Ja, Weil stimmt. es passt. Okay, Ja, Fact kann man machen. Es passt. Leck gerade Aber wieso kurz. macht Sorry er dafür. das? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich gerade auch. So, läuft wieder. Wobei Alles ja, gut. okay, Boa hat einen Swing Ja, nur. gut. Ja, stimmt. Das ist es. Wahrscheinlich spielt er jetzt noch einen Sabo so aus, ne? Aber wenn dann eine Ja. Gravity kommt. Ne, macht er nicht. Ne. Ja, aber wenn da Gravity kommt, hat wieder Boa nicht so wirklich die Swings parat. Oh, ne. Lag bei Läuft, dir. läuft, läuft wieder. Ja. Alles gut, alles gut, alles gut. 2000er Du musst auch Leader. nicht streamen, ne? Wenn du willst, stream lieber nicht. Vielleicht war das das Problem Ah, gerade der hat eben. eine Hiyori gezogen. Schau mal. Ja. Und weil der kleine Okay, Luffy ja dann. immer noch liegt, kann er jetzt tatsächlich. Ja, okay. Oder okay, da war die Hiyori sogar echt wichtig. Jetzt Boost, genau. Dann, okay, das ist. Ja, das ist stark. Ability. Use den Boss. direkt. Das fand ich wiederum nicht gut. Ich weiß halt nicht, warum man sowas machen sollte, weil der Sengoku ist ja 0,0 gefährlich. Ja, Draw One, okay, aber du hast 7k Leader, 2 Leben. Keine Ahnung, ja. Muss man eigentlich nicht machen. Hätte er nicht machen müssen, wirklich. Weil jetzt tut der Kaido noch mehr weh, weil dann hat er gar kein Buddy liegen. Der hat kein Board. Boah, Boah, Alter. countert das. 11, 10k. Mit drei 2Ks. Ist der 2k, der gab? Ja, ich glaube sogar, ich glaub schon. Boah. Also sonst, wie konntest du sonst 10, ne? Ach ja, das waren ja 10, ja. Heftig. Ja, und dann Sabo und Dingens ist lang. Er hat halt, das muss man halt dazu sagen, ne? Der Black Yellow hat von den Kids nur Luffy bis jetzt gesehen, noch keinen Sabo. Ja. Ace ist wahrscheinlich nicht im Deck oder wenn dann überhaupt als One-Off, den siehst du dann sowieso seltener. Boah, jetzt bin ich gespannt. Also 10er Kaido ist Aber ja der obvious, dass Kaido der ist kommt. super. Ja, Ja, das nimmt sich schon. sein Ja, Goku ja. selber in die Und zieht jetzt Hand. eine. Ja. Deswegen hat er das auch easy gecountert, weil er weiß, ich krieg jetzt quasi zwei wieder zurück. Ja, Plus den Draw for Turn, das ist schon stark. Und jetzt bin ich gespannt, was er jetzt macht. weil das ist jetzt hart für den BY. Das sah echt am Anfang zu hart aus für Dingens. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, weil es bei BY auch nicht so gut aussieht. Beide haben halt eine schlechte Hand, aber gehabt, aber die Boa, Die kann das halt die mehr kann tanken, ne? einfach. Ja. Die kann das mehr verkraften, eine schlechtere Hand zu haben. Als ein BY Ja, Luffy. solange Removal da ist halt, ne? Der Red, es war ja, ihre Plays waren ja eigentlich nur Red Rock Ja, und Mihawk. Kaido. Kaido, Mihawk, Red Rock, ja. Aber der Kaido macht jetzt super viel Arbeit, weil der Kaido, den kriegt der jetzt erstmal nicht weg. So sieht's aus. Okay, erstmal einen Sabo, Draw 2, Trash 2. Rocket, Luffy, Moria. Okay, Moria ist schon mal gezogen, das ist wichtig. Er hat immer noch keinen kleinen Sabo und das ist das Problem, weil den braucht er wirklich dringend. Das andere Problem ist auch noch, BY darf nie wieder auf 0 Leben fallen Jo. im Gegner-Turn, Ja. weil Boa kann Red Rocken, Gravity Bladen, hat dann noch 3 Don offen und kann dann 15 einswingen. Das ist das Problem. Deswegen finde ich das Matchup auch so schwer, wenn man dann halt, oder wenn der Gegner halt einen Ten-Job liegen hat, ja. Wie gesagt, wenn du in den Cycle kommst mit einem Leben, dann geht's, aber so halt auf Null ist es ganz, ganz, ganz gefährlich. Hier im Chat lese ich, wegen der Pudding spielen die Babys schon vorher aus. Das ist ein sehr valider Punkt. Absolut richtig, jo. So sieht's aus. Ich habe das auch schon öfters gesehen, dass die Kids dann einfach schon early rausspielen, weil so oder so early nichts passieren kann. Ja, ich verstehe das schon. Aber schau mal, sonst kam da noch ein 7K-Swing, mehr nicht. Das ist schon hart. Ja. Was haben wir denn bei Boa auf der Hand? Wir haben eine Red Rock, die wird er. Die könnte der. Ne, die will er nicht rausspielen eigentlich. Würde ich aufsparen für Moria. Könnte er aber machen für Sabo. Aber du kannst ja nicht auf Game gehen, weil 2 Life, das heißt. Oh, vielleicht, er hat noch eine Red Rock sogar. Er hat noch zwei auf der Hand. Dann wird er die jetzt safe spielen. Dann Er hat sage halt ich. nichts anderes, Ja, das genau. ist sein Problem. Boah, ich sage Red Rock, dann Vierer Moria. Der hat den, der was aus dem Trash nimmt. Ja, und gab rein Swing und passt.
Ja, wird auch, glaube ich, so Ich kommen. find solche Spiele super Ja, interessant, mega, mega. weil beide haben keine optimale Hand und da siehst du erst, wie gut der Spieler ist oder auch wie sehr er top deckt für die Situation, Ja, 100%. weil die Leute jetzt kreativ werden müssen, weil vorher zum Beispiel spielt Lucci und da ist das Play eigentlich immer so effizient wie möglich, das Board removen. Ja. Und man spielt halt eine absolut normale Curve. So, auf 4 spiele ich einen Kusan oder einen Borsa, einen Lucci. Auf 6 spiele ich Brook. Auf 8 kommt Moria oder Jack. Aber hier, wenn du eine Hand hast, die nicht optimal ist, dann wird es kreativ. Ja. Und wir sehen es, Absolut wie und gespielt werden muss. absolut. Und den Jimmy hatte er ja auch noch auf der Hand, deswegen kann er jetzt die beiden zusammen rausspielen. Jetzt, wir wissen, okay, BY hat Moria auf der Hand. Jetzt ist die Frage, hat er Sabo auf der Hand? Ja, Sabo ist ja gebottomdeckt. Hat er noch einen weiteren Sabo-Blocker? Hat er einen kleinen Sabo? Wenn er das alles nicht hat, wird es schwer. Und dann muss er aufpassen, weil wir wissen, dass da noch eine Red Rock ist, dass der Kaido hier das Spiel entscheiden kann, ja, am nächsten Turn schon. Ich glaube, kleinen Sabo hat er nicht und Blocker-Sabo ist halt auch nicht da. Boah, dann muss er gefühlt schon auf sie bei einem 7K-Leader bleiben, ne? Statt auf 9 zu gehen. Das kann er sich schon fast gar nicht hier erlauben. Problematisch ist auch, dass die Rocket, wobei ein Rocket Luffy hat der in der Hat auch Hand. eine Ice Age auf der Hand, aber die bringt halt nicht viel, ne? Er kann halt einen der kleinen, also Jinbei oder Moria, wegmachen mit dem Rocket Luffy, aber der Rest bleibt bestehen, ne? Und da sind dann immer nur 3 Swings. Wenn du Rocket Luffy hard playst, hast du auch, du musst halt 2 Don attachen für den, für das Life. So. Und die Babys fehlen gerade. Die Babys fehlen. Absolut, also das ist halt, wenn man die Liste spielt, nur mit Fünfer, nur mit den 4-2 Cost Luffy und 4-2 Cost Sabos, ne, da musst du schon ein bisschen, wenn du jetzt nicht so viele Search hast, hoffen, dass du die auch alle siehst. Deswegen kommt jetzt auch so ein Play wie einfach einen Sabo ausspielen, dann hat er ja dann doch den 5 Cost. Ja, und dann Ja. gucken, dass du was Vernünftiges nachziehst. Und das sieht halt nicht vernünftig aus. Schau mal, das ist ein 5K Swing mit Garb. 7K Swing mit Leader. Ja, und dann kommt ein Leader-Effekt und dann auch schon der Pass, ne? Auf einem Ja. 5K Leader. 5 Kalider, ein Blocker, 2 Live. So. Countert er sogar raus. Okay. Schmeißt den Luffy weg und legt rein Luffy und. Hat er noch einen da liegen? Ja, Rocket Luffy. Kann sogar beide Starter nehmen, weil die braucht er, glaube ich, nicht mehr. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, Red Rock ist es sogar gar nicht diesen Turn. Muss er nicht spielen, oder? Kann Ist er nicht, auch. ne? Muss er nicht, ne? Wobei, dann hat der Gegner halt wiederum kein Sabo, also der hat dann wieder keinen Blocker-Sabo. Wobei, ich würde es, glaube ich, machen. Doch, guck mal, Red Rock und dann kann er 5, 7, 7, 12. Und du bist schon, du haust den Luffy damit so auf die Schnauze jetzt. Und du hast halt zwei Hätte Leben, was? du verlierst das, glaube ich, nicht. Ah, schon super hart, ja. Boah, droht jetzt nochmal eine. Boah, wäre heftig, wenn wir Boa im Top Cut sehen. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich sag sowieso, aktuell sollte man eher Boa spielen als Duffy, bis Starterdecks kommen. Ja, auf jeden Fall. So, 5K Swing, das countert der raus mit dem Rocket. Hat jetzt immer noch die 4 Dons. Könnte jetzt 7, 7, 12 machen. Vielleicht sogar weiter 2x5 und noch was spielen für 4. Aber würde ich, glaube ich, gar nicht unbedingt machen. Ne, das ist auch richtig Nee, so. ich würde komplett rein, ja. Genau. Das macht er jetzt auch. 7K Swing, Take. Den nächsten 7er muss er auskontern, sonst hat er hier verloren. Ja. Hatte sogar eine 6 Kost Boa auch auf der Hand, aber die macht ja nichts. Und Josu ist ja auch neu im Deck, ne, als Support. Ich finde, Josu ist wirklich underrated, auf Ja, jeden Fall. Josu ist richtig, richtig gut. So, und jetzt haben wir. Okay, dann muss er der rauskontern, klar. 12 auf jeden Auf Fall. Gab, ja. Auf Gab, warum auf Gab? Den verstehe ich nicht. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ich finde das fand ich ultra schlecht wiederum. Ja, das ist. Ja, rede. Weil der Plan ist ja wirklich eigentlich, dass er. Ja, du musst ihn auf nur Leben hauen. Du darfst ihn kein Leben lassen. Ja. Aber er hat halt keinen kleinen Sabo, deswegen ist das egal, weil er kriegt den ja gar nicht in Trash. Deswegen hat er Ja. das auch gemacht. Das war der einzige Grund. Wenn er einen Sabo im Trash hätte, dann wäre das ein geisteskranker Missplay jetzt. Aber weil er eh keinen Sabo im Trash hat, ist das egal. Weil er kann halt nichts machen. Guck mal, der muss halt. Was muss er jetzt spielen? Der hat ja nicht mal eine FMP oder sowas. Der muss jetzt Baby Luft. Kusan Baby Luffy. Mehr geht ja nicht. Ja. Aber ich bin da bei dir. Ich wäre, glaube ich, trotzdem auch aufs Live gegangen. Ja, 100%. Weil jetzt
ist er auf 7 mit 2 Life. Genau. Aber die. Andersrum wäre er auf 7 mit einem Life. Guck mal, da hätte er sich jetzt auch viel lieber einen Rocky Luffy reinlegen müssen als das. Jetzt macht der Play sogar noch weniger Sinn. Mit einem Rocky Luffy. Ja, gut, egal. Jetzt kommt ein 9K-Swing. Musst du schon auf Bord machen, sonst wird das nix. Ah, ist schon schwer. Was ein Match, ey. Ja, Swing 9 auf. Ah, Moria, okay. Ja, mit dem Rocket Luffy hätte er jetzt hier eigentlich, wäre wirklich besser Ja, gewesen. 100%. Dann hätte er es halt wirklich überlebt, weil das Board weg ist. Dann sind nur zwei Swings für Genau. zwei Life. Ja. Das meine ich, ja. Ja, Lead Ability. Jetzt muss er Rocket Luffy und Fünfer Luffy reinlegen, genau. Ja, und dann schon passen, ne? Okay, wenn er den Turn jetzt überlebt, wird es nochmal spannend. Zwei Juzu, was hat er noch auf der Hand? Zwei Juzu, eine Boar. Ja, gut, die Boar wird, die wird Arbeit machen. Aber jetzt ist die Frage, okay, er hat. Zwei One-Ks, ein Two-K. Er hat nur drei Handkarten. Oh. Er hat nur drei Handkarten. Rechnerisch gesehen, ja gut, mit einem 2K und zwei One-Ks, du kommst halt auf 11K. Das heißt, rechnerisch gesehen kann Boar hier nicht auf Game gehen. Das wird nicht funktionieren. 12K, take da. Dann kommt 2x10. Nimmt er einen, countert der. Das heißt, er muss jetzt hier mit der 6-Cost-Boar irgendwie spielen. Ja, bisschen Pressure machen und dann Diese 6-Cost-Boar. 6-Cost-Boar, er hat doch Josu in der Hand, Ja, oder? ganz links ist eine 6-Cost-Boar tatsächlich. Ah. Zwei Josu, eine 6-Cost und eine Tashigi. Boah, könnte jetzt auch natürlich auf 7-Cost hoffen, ne? Und den Kusan und Luffy weghauen. Das wäre natürlich noch besser. Aber, ja, mal gucken, was er vorhat. Ja, gibt's. Ja, Searchable 2K, falls er welche spielt. Geon ist ja Navy, ne? Ja, also ich würde hier an Bohrs Stelle. Ich würd Tashigi spielen. Gucken, was er searcht. Je nachdem, was er searcht. Sonst mit 6-Cost-Boar freezen und dann Tashigi Bottom decken, um eine Karte zu ziehen. Also Gravity, ich glaube, der Search für die Gravity Ja, Blade hat er nicht. hat der nicht. Ne, aber 2K ist auch gut. Okay, ja. Das Problem ist jetzt, weil ich hatte dann ein anderes, ich habe das Play, was ich gesehen habe, ist Double Seven für vier Ja. Don. Und dann Josu. Nehmen die den Jinbei zurück in die Hand und schmeißen ihm Kusan in die Hand Naja. Er kann oder sogar sogar Luffy, Luffy, ja. aber ja doch, Luffy kann man ihm geben in die Hand. Dann ist der Swing halt nicht so hoch, ne? Ja, richtig. So, es wirkt jetzt erstmal für 7 into 7. Das ist jetzt nur 1K. Den muss er verteidigen. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu überlegen. Ja. Boah, schmeißt sogar ein 2K dafür ab. Okay. Ja. Ja, bleiben noch genau 6 Dons, ne? Heißt. Boah, ich würde. Sieben, gerade hat er sieben. Ah ja, 7 meinte ich, sorry. Das heißt, ja gut, 6K Swing bringt ja sowieso nichts. Ah, sieht. Ah, ist auch nicht der ideale Play hier, ne? Ja, ich hätte sieben, sieben und Jinbei, also Josu into Jinbei in die Hand und den Luffy zurück in die Hand bouncen, weil dann hätte der Luffy nur Kusan, Moria und Lida. Und da muss er sich erstmal awakenen können. Jetzt freest er nur Ja, er den behält halt den Kusan. Counter, zieht jetzt eine Karte nach. Ne, der freest Moria, weil er nimmt den Big Swing weg. Und die Bottom deckt er Aber jetzt? ist die Boa nicht. War Boa, die kann alles freezen oder war das Alles nicht außer kostet? War das Luffy. nicht kostet? Alles außer Ach Luffy. so, ich dachte, das wäre kostbeschränkt. Ne, Okay, ne. never mind. Dann ist Boa besser, ja. Genau. Alles außer Luffy und deswegen nimmt er natürlich auch Moria. Sehr logisch. Okay, er hat auch die meiste Power, deswegen sowieso. Jetzt, also Luffy, Kusan und Nida können halt zwingen auf zwei Leben und das muss halt jetzt reichen. Er wird hier nicht noch einen Turn überleben können. Außer er hat jetzt noch einen Moria getopdeckt. Dann, aber ich glaube, ich sag, er muss jetzt hier. Also, wenn er jetzt noch einen Moria getopdeckt hat, dann wird es nochmal richtig spannend. Aber ich sag, er muss jetzt hier auf Game gehen. Auf vier Handkarten. Josu ist ein 1K. Und wir wissen, gab es auf der Hand als 2K. Zwei Josus als zwei 1Ks und eine Karte, die ich jetzt noch nicht ganz erkannt habe. Jetzt bin ich echt gespannt, was hier abgeht. Also ohne Magie ist es sind's ja, hat der nur 5, 5 und ein 8 Genau. als Base, 10 Dons und alle drei Swings müssen durchgehen. Ja, Und genau. da kommt der ja eigentlich nur auf 18, 10 oder was gibt es da noch? Ja, also sonst 9, 9, 10 oder so. Aber er Asch. weiß ja schon, dass es Garb in der Hand ist. Genau. Der weiß ja schon, dass eine Handkarte schon perfekt ist zum Kontern.
Ja, und genau das checkt er jetzt auch nochmal ab, um sich sicher zu sein. Checkt jetzt die 2Ks ab, ja. Boah, spielt halt auch viele, ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Boah, da bin ich jetzt echt Denn gespannt. der Luffy wiederum den Rocket Luffy, also den der schießenden Luffy in der Hand hätte, könnte auch wirklich einfach nochmal Board spielen, ne? Wegen dem Kusan kann er Ja, ja die klar. Boa schießen. Absolut. Deswegen sage ich ja, wenn er jetzt einen Moria hätte, das wäre. Ah, ne, das macht gar keinen Sinn. Da braucht er zwei, sonst vier Lieder. Ja, dann bräuchte er den aus der Hand, das stimmt. Aber. Ich Also weiß. der Moria passt ja auch. Ja, aber er hat ja schon zwei Dons unter Lieder. Dann kann er Ice Age oder. Achso, ja, Kusan macht ja minus vier. Ich bin dumm. Ja, stimmt. Macht gar kein Ice Age. Also, wenn er jetzt einen Moria hätte, wäre er heftig, ja. Das wäre geisteskrank. Vielleicht hat er das sogar und überlegt deswegen auch. Das würde mich mal interessieren. Wir sehen das leider nicht. Es gibt keine Handcam mehr. Ja, die haben die Jungs weggemacht, damit wir die Lieder schön groß sehen. Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Okay, wir sehen. Ja, ich glaube, es wird passieren sogar, ne? Ja. Dann, ja. Swingt 5 into Jinbei und gibt minus 4 into Boa. Ja, das wird passieren. Und das ist auch richtig. Da ist ein 10, noch ein 10 auf der Hand. Also, Boa hat gerade Stand jetzt 2 1Ks und ein 2K. Ja, den countert der natürlich raus. Und ja, da ist Moria. Heftig, okay. Das macht das jetzt mal. Der hat auch getoppt, weil den hatte der da vorne nicht auf der Hand. Das, ja, Das das ist macht das jetzt crazy. nochmal richtig spannend hier. Fiori Kusan weg. Nee, macht das nicht. Oh mein Ja, Gott. kommt. Okay, das hätte ich im Leben nicht gemacht, aber gut. Nee, passt schon, finde ich. So, jetzt der Boost, genau. Rocket Luffy Effekt, KOD. Vergesst bitte nicht, den 5er Luffy anzusagen, bevor du Lead Ja. Ability machst. Ganz wichtig. Macht Ja, er, macht's. wichtig, sehr gut. Jetzt kommt nochmal ein 8K Swing into Jinbei. Und den kann er nicht verteidigen. Geht nicht. Er hat nur ein 2K, ein 1K. Jo, und der ist weg. Und 2 Life. Er kann nicht verlieren in dem Turn. Und es kann wirklich sein, dass er das jetzt hier nochmal dreht. Ja, aber Heftig. der Bohr kann, ja, der Bohr, die Bohr kann selber nicht. Oh, ne. Ah, okay. Ist. Oh, okay. Schmeißt sie ab, legt sich zwei. Hat der Bob noch Ja? einen? Ja, hat der jetzt. Doppel Rocket Luffy. Wie spielt ihr Oh. das? Achso, der hat's abgeschmissen. Ja, Ich dachte abgesch. gerade. Ich war auch kurz verwirrt. Ich war auch kurz verwirrt. Boah, jetzt mit. Oh, noch eine Boa Top Deck. Oh, mein Gott. Aber ein Leben. Nein, der kann schon gar nicht spielen. Geht schon gar nicht. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Wie kriegst du das Match jetzt noch auf deine Seite? Ich weiß, ich glaube nicht mehr. Es ist Ich glaube, es ist durch, oder? Der hat eine Boa auf der Hand, Bounce Kaido, Josu und ein 2K. Mit der Hand machst du halt legit gar nichts. Du kannst dich nicht wirklich verteidigen, weil du hast zwei Karten, die Counter sind. Du kannst nicht auf Game gehen. Du könntest Bounce Kaido spielen, aber der bringt dir ja auch nichts, weil du eine Karte weghaust. Das bringt nichts. Es ist durch. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass Luffy da nochmal rauskommt. Aber der Moria hat das Spiel entschieden, der zweite. Wie ist die Counterpower? Er hat doch ein 2K, 2, also er hat doch gerade nichts gekontert, oder? Doch, doch, er hatte einen 1K abgeschmissen. 5K Leader Ah, Swing okay. into 5K Swing into 5 hat er gecountert. Der hat einen 1K und einen 2K und zwei Bricks. Der hat gerade 3K Ein Counterpower. 1K und wie viel was? Ein 1K, zwei, und ein 2K. Ein Garp, ein Josu und zwei Bricks. Ja, muss er so spielen. Geht nicht anders. Aber bringt halt nichts, ne? Er kommt auf 8. Der kann 9 swingen und dann den Rest Ding. 9, 11 und das ist durch. Ich glaube, der 10er wäre besser gewesen. Der Hier. Bounce für Moria. Aber ja, Ja. Dann drawt er eine in der Ho also weil mit der Boa hat er jetzt nichts gedrawt. Und er musste, er hätte mit dem 10er Kaido ihm den Mori. Wobei, Ja, da fliegt der den Kusan sieht es nicht noch weg. nicht. Ah, doch, mit dem Kaido, ja. Ja, Ja, aber das Problem ist, er kriegt Moria in die Hand, der Gegner. stimmt. Wobei du aber wiederum selber dann zwei Zehner hast, ne? Da hast du auch nicht vergessen. Aber Nee, ja, aber er hätte. ich sag, es ist egal. Ich sag, es ist egal. Aber hätte er jetzt gezogen, weil, aber das Ding ist ja, der hätte Ja. dann eine Karte Ja, gezogen. wenn er dann 2K jetzt Und. zieht und aus dem Live ein 2K reicht das. Hast du recht. Der muss halt so gamblen. Alles andere bringt Ja. nichts. Ja. Und der BY Luffy müsste jetzt entscheiden, ob er All-In geht mit 10-10
Oder noch diesen Moria, den er in die Hand gebounced bekommt, nochmal ausspielt. So sieht's aus. Ich muss mal hier, das leckt gerade zu sehr hier. Ich mach mal hier ein bisschen runter. Okay, er geht auf Game. Das ist der 9K Swing und der wird halt auf den Punkt reichen, ne? Den Take da und dann weiß er, jo, 11K Swing und das sollte dann durch sein. Das kann er nicht countern. Und genau das wird das passieren. Da hat er noch einen 1K, glaube ich, bekommen. Oh. Ach, Bruder, so bist du ja noch safer. Boah. Ja, da seht ihr, was Black Yellow Dann haben kann. wir Das nicht ist halt gewonnen. brutal. Das ist die Arbeit, die Kusan hier leisten kann, ne? Das ist halt das Ding. Hört gar nicht auf mich, dass er den zweiten genommen hat und Moria weggelegt hat, war richtig. Diese Kusan, wie viel Arbeit der in dem Match gemacht hat, Bruder, das ist ja Wahnsinn. Und alles nur, weil der Weil er auf Gab geswungen hat. irgendwo alle auf Gab Ja, geswungen das hat. war einfach der Fehler. Er Heftig, musste das. ihm das Bottom decken. Ja. Er durfte ihm nicht die Möglichkeit geben, auf 7 hochzukommen Ja, und immer richtig. noch 2 Live oder 1 Live Boah, zu haben. GG. Heftiges Match hier. Das war mit Abstand das beste Match heute.